Hallihallo meine Herzies, schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt zu meinem neuen Schwangerschaftsupdate-Video. Denn so langsam aber sicher befinde ich mich jetzt auf der Zielgeraden, denn es ist Endspurt angesagt. Ich bin jetzt in der 39. Schwangerschaftswoche angelangt und die Geburt steht sozusagen unmittelbar in den Startlöchern. Und wenn es euch interessiert, was ich mir alles von der 36. bis zur 38. Schwangerschaftswoche notiert habe und euch erzählen möchte, dann bleibt jetzt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Video. Jetzt sind auch bei mir die letzten Tage dieser Schwangerschaft angebrochen und ich kann es immer wieder nur sagen, genießt eure Schwangerschaft, denn es ist einfach unfassbar, wie schnell die letzten Monate jetzt einfach im Flug vergangen sind. Und ich habe auch schon kräftige Wehen, allerdings noch in unregelmäßigen Abständen. Meistens dann am Abend, wenn ich zur Ruhe komme, geht es wirklich los. Ich kann sie noch veratmen und ich schaue auch schon immer auf die Uhr, aber wie gesagt, sie sind einfach noch unregelmäßig. Zwar schon sehr stark, wir warten einfach jetzt mal die nächste Zeit natürlich ab. Auch das Druckgefühl nach unten ist super heftig mittlerweile. Also ich merke einfach, wie der Bauch öfters mal warm wird, innen drinnen auch, und richtig hart. Er bleibt dann auch einige Zeit so hart und wie gesagt, jetzt muss man einfach abwarten, in welchen Abständen das Ganze jetzt voranschreitet. Ich möchte natürlich einfach noch warten, bis ich ins Krankenhaus fahre, bis es dann richtig losgeht. Und ich merke natürlich auch dieses bekannte Ziehen im Rücken, diese Schmerzen. Und das sind ja alles so Hinweise und Andeutungen, dass es bald losgehen könnte. Auch im Becken hier so seitlich merke ich, wie das Ganze zieht und drückt, wie die kleine Prinzessin schön drinnen liegt im Becken. Und ich habe auch öfters diese Schmerzen, diese Periodenschmerzen. Ich weiß nicht, wenn ihr diese Menstruationsschmerzen vielleicht selber auch kennt, während ihr eure Tage habt. So ähnlich, aber noch intensiver und kräftiger. Also es sind wirklich schon Schmerzen, die man dann aushalten muss. Natürlich wird das Ganze im Laufe der Zeit und auch während der Geburt dann nochmal schlimmer. Und manchmal habe ich auch diese Krämpfe. Die hatte ich auch schon während meiner Tage immer mal wieder. Und das ist einfach nochmal ziehender, intensiver und schmerzhafter als vorher. Und wie gesagt, das sind alles solche Anzeichen und Andeutungen, dass natürlich jetzt auch das Ganze voranschreitet. Und deswegen sitzen wir auch aktuell auf heißen Kohlen und warten schon ab, wie es weitergeht und wie es weiter verläuft. Aber ich wollte ja wirklich die ganzen Wochen der Schwangerschaft diesmal zusammenkriegen. Also gucken wir mal. Vielleicht noch mindestens eineinhalb Wochen. Dann wäre ich ja schon fast bei meinem errechneten Termin. Mal schauen. Also da lassen wir uns natürlich überraschen. Und wir können im Prinzip nichts machen, außer warten, bis die kleine Maus bereit ist. Ich habe jetzt auch schon heftige Ödeme in den Füßen, also Wassereinlagerungen. Es war zwischenzeitlich mal so, ein paar Tage gab es mal, da war es richtig heiß. Und seitdem kämpfe ich wirklich mit diesen Wassereinlagerungen. Das sind solche Elefantenfüße, die ich da immer mit mir rumschleppe. Und das ist natürlich auch sehr schmerzhaft. Hatte ich bei Finlay in der ersten Schwangerschaft auch schon. Ich glaube, da hatte ich es aber noch einen Ticken schlimmer als jetzt. Also, keine Ahnung. Es ist einfach unangenehm. Ich mache dann immer schon kalte Fußbäder, also richtig eiskaltes Wasser mit so speziellem Salz. Und das entzieht ja auch ein bisschen das Wasser und esse wieder super gerne meine Wassermelonen, wie eigentlich schon die ganze Schwangerschaft über. Also ich hatte wirklich immer Heißhunger auf Wassermelonen und das eben nach wie vor, wenn es jetzt so ein bisschen heißer wird. Aber ich darf einfach froh sein, oder ich bin es wirklich auch, dass es nicht so heftig heiß gewesen ist in den letzten Tagen oder Wochen auch, weil es ist ja schon fast wieder Sommer vorbei und wir beschweren uns alle, ich mich natürlich auch, wenn es ständig regnet. Aber ich muss sagen, da bin ich eigentlich ganz froh, weil schwanger und die ganze Hitze, und das ist super angenehm, gerade jetzt so kurz vor einer Entbindung. Also ihr wisst bestimmt, wenn ihr das auch mitgemacht habt, wie sich das anfühlt. Einfach nicht so, so toll. Genau, das jetzt mal dazu, zu meinem Gemütszustand. Dann war ich letzte Woche beim Frauenarzt gewesen, bei meinem Untersuchungstermin. Da wurde zum einen wieder der Eisenwert untersucht. Und der ist super, bin ich auch super froh, weil der einfach nochmal gecheckt wurde, dass man da einfach nicht noch irgendwas übersieht, jetzt kurz bevor das Baby kommt. Und der Wert war top, da bin ich wie gesagt super froh. Und Ultraschall wurde natürlich auch gemacht. Und was super ist, das Köpfchen sitzt schon fest im Becken. Also es sitzt fest drinnen.
und auch sehr, sehr, sehr weit unten. Also er hat Ultraschall gemacht und er konnte gerade mal so den Hals sehen. Also er konnte überhaupt nicht mehr den Kopf sehen. Der saß wirklich schon super weit unten, super fest im Becken und in der ersten Schädellage. Also das finde ich auch toll, dass sie jetzt wirklich startklar ist und auch schon richtig positioniert sozusagen. Und Muttermund hat er dann auch gleich untersucht. Und der war auch schon sehr, sehr weich und letzte Woche schon 1 Zentimeter geöffnet. Aber er meinte auch zu mir, das heißt noch gar nichts. Es könnte jetzt sein, dass es sofort losgeht, in der Minute, in der Stunde, am nächsten Tag, aber auch vielleicht erst in 2, 3 Wochen. Und da kann man sich einfach noch nicht so viel versprechen. Aber ich finde es schon mal gut, dass es schon mal so ein bisschen voranschreitet. Ich meine, 1 Zentimeter, ja, sind 1 Zentimeter weniger. Und je mehr, desto besser natürlich. Und genau, das war jetzt das, was der Frauenarzt mir so erzählt hatte beim letzten Termin und einfach abwarten. Also laufen, Treppen steigen, Himbeerblättertee trinken, wenn man das möchte. Ich halte mich da, wie gesagt, noch ein bisschen zurück, weil ich möchte diesmal wirklich die ganzen Wochen zusammenkriegen und das einfach mal erlebt haben, mitgemacht, weil Finley kam ja damals bei 38 plus 5. Also ist auch schon fast jetzt wieder so weit, aber mal gucken, vielleicht lässt sich die Prinzessin diesmal ein bisschen mehr Zeit. Genau, und ansonsten nachts schlafen ist fast unmöglich. Also, keine Ahnung, ich schlafe dann so eine Stunde oder so ein und bin dann wieder wach, weil ich weiß überhaupt nicht hin, wo ich meinen Bauch hinlegen soll, links, rechts und alles drückt und alles zieht. Und wie gesagt, der ganze Druck, der gesamte nach unten und ja, die letzten Tage einfach nachts zu schlafen ist... Nee, das geht gar nicht mehr, finde ich ganz schrecklich, aber das ist auch Vorbereitung einfach dann auf die Zeit. Wobei ich gerne einfach noch ein bisschen Energie tanken würde, schlafen würde, bevor sie kommt. Aber gut, wenn es nicht anders geht, ich merke es dann einfach auch. Sie bewegt sich nicht mehr so arg, aber wenn ich irgendwas spüre, keine Ahnung, vielleicht die Hand oder so, oder mal den Ellbogen, dann ist es echt schon extrem und dann wache ich dann natürlich auch wieder auf, wenn ich mal eine Stunde geschlafen habe. Also es ist... grenzwertig momentan mit dem Schlafen. Und ja, so ist es einfach. Wie gesagt, abwarten ist jetzt angesagt. Es wird unangenehmer mit der Zeit und es sind nicht mehr viele Tage, die ich jetzt vor mir habe. Die bekomme ich jetzt auch noch rum. Aber wie gesagt, einfach trotzdem genießen, weil dieses Gefühl, ein kleines Baby im Bauch zu haben, es zu spüren, ist unbeschreiblich schön einerseits. Natürlich ist es auch jetzt, wie gesagt, gegen Ende einfach nur anstrengend in jeglicher Hinsicht. Also ich bin sehr, sehr schnell aus der Puste. Laufen oder so lange Strecken kann ich überhaupt nicht mehr Pokémon Go zuchten. Das ist bei mir fast überhaupt nicht mehr drinnen. Also ich muss dann wirklich auf der Couch liegen bleiben. Aber ja, das nur mal nebenbei noch. Ansonsten wollte ich euch noch schnell ein Buch zeigen. Und zwar hat uns das unsere Hebamme empfohlen im Geburtsvorbereitungskurs. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen von euch auch ein interessantes Buch. Und zwar ist es von Dr. Harvey Karp, das glücklichste Baby der Welt, Schlafbuch. Ich habe davon auch schon mal gehört. Ich habe es mir aber, wie gesagt, jetzt gekauft, weil sie hat es uns allen im Kurs empfohlen. Und ich habe auch schon viel Positives darüber gehört für Kinder von 0 bis 5 Jahren, also selbst wenn ihr ein bisschen ältere Kinder habt, dann ja, könnt ihr euch das mal angucken, das ist sehr interessant. Ich habe es jetzt noch nicht zu Ende gelesen, also ich kann nicht so viel zu sagen, aber es soll wie gesagt angeblich sehr gut sein. Ich bin jetzt bei Seite 87 und da bekommt ihr einfach Tipps, Ratschläge, weil gerade natürlich am Anfang der Schlafmangel bei den Eltern schon an den Nerven zehrt und da geht es einfach darum, wie die Kleinen besser schlafen, besser einschlafen. Und ich bin jetzt so in dem Abteil vom Buch, wo einfach die Fakten rund um das Schlafen ja so ein bisschen aufgelistet wurden. Und jetzt geht es einfach darum, wie sich das Baby beim Schlafen fühlt und wie ihr es angenehmer machen könntet und Tipps und Tricks. Und das finde ich eigentlich sehr interessant. Also das könnt ihr euch ja mal anschauen. Da bin ich gerade aktuell dabei, noch das durchzulesen. Und das ist jetzt schon mal sehr, sehr interessant. Das wollte ich euch noch ans Herz legen, bevor es dann losgeht. Und ja, das war es jetzt wieder mal mit meinem Schwangerschaftsupdate, mit den Sachen, die ich euch erzählen und berichten konnte, wie es mir geht. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wann es losgeht. Ihr werdet auf Facebook und Instagram auf dem Laufenden gehalten. Also folgt mir auf jeden Fall dort, wenn ihr es noch nicht macht. Dann wisst ihr da Bescheid, wann es losgeht.
Ansonsten schreibt mir eure Erfahrungen unten in die Kommentare rein und ich freue mich sehr auf euer Feedback. Und dann würde ich sagen, war's das für heute und wir sehen uns sehr gerne, wenn ihr mögt, in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben, bis dahin. Tschüss!